einen schönen guten Abend, liebe Bamberger. Ich wollte eigentlich auch sagen, liebe Litzendorfer. Ich habe mich jetzt allerdings gefragt, ist überhaupt jemand aus Litzendorf da? Dann herzlichen guten Abend, liebe Litzendorfer und alle, die hier sonst noch aus Bayreuth, Pforzheim und was ich alles... Vielen Dank auch, Herr Jacobi, für Ihre einleitenden... Eigentlich ganz gut in meinen Anfang, denn ich wollte damit beginnen, dass ich das Gefühl habe, dass wir in einer Zeit der Zeitenwende leben. Wir haben ein Asylchaos, das verursacht wurde, und dieses Asylchaos fühlt sich als eine erbetene Invasion. In diesem Jahr kommen in unser Land 5 Millionen Menschen innerhalb weniger Monate. Und dafür sind ja auch nur die offiziellen, dass die Bundesregierung sich die Arbeit macht, mal herauszufinden, oder dass sie es überhaupt könnte, wie viele nicht registrierte Personen sind. Wie viele Personen nicht registriert sind, woher sie kommen und was sie überhaupt in Deutschland wollen. Aber selbst wenn wir nur von den registrierten Asylbewerbern ausgehen, dann muss man eben auch sagen, statistisch gesehen sind von diesen Asylbewerbern 2/3 eben Asylbewerber, deren Asylantrag abgelehnt wird und die dann natürlich nach geltender Rechtslage schnellstens wieder abgeschoben werden müssten. Aber machen wir uns nichts vor, die Menschen, die momentan hier einreisen, die reisen nicht ein, um wieder abgeschoben zu werden, sondern die kommen, um zu bleiben. Ich denke hier in Bayern, ich hoffe, ich darf Bayern sagen, in Franken, haben sie ja noch ganz andere Probleme als Umschlagplatz sozusagen. Aber für Thüringen kann ich Ihnen mal die Zahlen nennen. Da sind von 3.361 vollziehbar Ausreisepflichtigen in der ersten Jahreshälfte 2015 bislang ganze 479 Personen wieder in ihre Herkunftsländer zurückgekehrt. Schon im Jahr 2014 hat Thüringen nur 10% aller Ausreisepflichtigen abgeschoben und in der ersten Jahreshälfte 2015 waren es noch 2,35%. Man kann sagen, der Staat Thüringen gibt klein bei. Wir haben ja unsere rot-rot-grüne Landesregierung und wir haben einen grünen Wohlfühl-Migrationsminister und der weigert sich abzuschieben. Er meint, die Leute sollen lieber freiwillig ausreisen. Unser grüner Minister verweigert die Arbeit und unsere Bundeskanzlerin setzt lieber auf das zur Schaustellen von Hilflosigkeit. Und das macht sie zwar ständig, aber ich möchte mal gerne direkt zitieren aus der Sendung von Anne Will, wo sie neulich zu Gast war. Da hat sie gesagt, es liegt ja nicht in meiner Macht, es liegt überhaupt nicht in der Macht keines Menschen aus Deutschland, wie viele zu uns kommen. Frau Merkel, ich sage Ihnen in aller Deutlichkeit, Sie selbst haben dadurch, dass Sie die Züge mit den Asylbewerbern, mit den illegalen Asylbewerbern aus Ungarn bei uns reingelassen haben, den Startschuss gesetzt für den Run auf Deutschland. Und die CDU, die Merkel-Partei, hat durch jahrelange Fehlanreize und durch den fortwährenden politisch gewollten Rechtsbruch geltender Gesetze als Hauptverursacher die Verantwortung für diese Masseneinwanderung. Und zu Frau Merkel persönlich sage ich, wenn Sie sich hier in diesem Land als Bundeskanzlerin für nichts verantwortlich fühlen und meinen, Sie könnten auch gar nichts machen, außer die Dinge in unserem Land zu versuchen, etwas mehr zu ordnen, wie Sie immer so schön sagen, dann treten Sie doch einfach zurück und machen Platz für diejenigen Leute, die es können und wollen. Auf einer unserer Demos in Erfurt, da war ein ganz schönes Plakat und auf dem Plakat stand, Frau Merkel, treten Sie zurück. Ich bin mir sicher, Sie schaffen das. Wir leben in einer Zeit der Zeitenwende. Wir erleben eine rasante Entwicklung. Wir werden eine von oben initiierte multikulturelle Revolution in unserem Land erleben, wenn wir diese Entwicklung nicht möglichst schnell stoppen. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass wir in einer historischen Zeit leben. Herr Jacobi, Sie haben das gerade auch schon angedeutet. Ich glaube, wir stehen alle vor einer persönlichen Herausforderung, denn wir alle müssen uns irgendwann fragen, wie weit sind wir bereit zu gehen, um unser Land, unsere Kultur und unsere Werte zu schützen.
und unsere Kinder und Enkel. Das stimmt, ja. Besonders meine drei Kinder und Enkel. Bei der Vorbereitung meiner Rede musste ich irgendwann an das Millennium denken. Ich denke mal, viele von Ihnen werden sich da noch besser daran erinnern als ich. Ich war da erst 13, aber ich weiß noch, um den Jahrtausendwechsel wurde ein riesiges Brimborium gemacht. Es hieß, die Welt geht unter, mehrere Sekten wollen in vorausschauender, dem Gehorsam sozusagen Massenselbstmord begehen und alle waren in heller Aufregung, ob unsere Computer wohl die nie dagewesene Umstellung von 1999 auf 2000 hinkriegen würden. Und am Ende war eigentlich alles beim Alten, nur das Feuerwerk war ein bisschen größer als sonst. Und momentan befinden wir uns eigentlich in der genau umgekehrten Situation. Von den Altparteien und den Medien wird immer so getan, als würden wir momentan zwar vor einer großen humanitären Herausforderung stehen, aber gleichzeitig müssen wir keine tiefgreifenden Veränderungen für unser Land erwarten. Und die einzigen, die immer und nachhaltig, authentisch vor diesen Folgen waren, das sind die AfD-Politiker. Und wir AfD-Politiker werden ja bekanntermaßen durch andere Politiker diffamiert, wir werden durch die Medien totgeschwiegen oder als extrem populistisch oder sonst irgendwas gebrandmarkt. Wir werden körperlich angegriffen, Sie haben das gerade geschildert, Herr Jacobi. Ich möchte auch noch sagen, mein Kollege aus der Jungen Alternative Niedersachsen, der wurde vor ungefähr 2 Wochen von einer Gruppe mehrerer Vermummter von hinten angegriffen, geschlagen und bedroht. Es wird also nicht nur auf verschiedenen Wegen, eigentlich auf allen Wegen versucht, uns mundtot zu machen. Wir werden angezeigt, Zitate werden in den Zeitungen häufig aus dem Zusammenhang gerissen. Und wir werden, wenn wir schon, oder sollte man besser sagen, noch nicht körperlich angegriffen werden, zumindest durch Gewalt gegen Sachen geschädigt. Ich habe mich mit einigen vor der Tür gerade schon unterhalten. Ich denke mal, Sie haben alle mitbekommen. Der Landesvorsitzende Sachsen-Anhalts, André Poggenburg, wurde, oder beziehungsweise seine Wohnung und sein Betrieb wurden besucht. Und es wurde eingebrochen, vandaliert. Und es wurde ein Bild mit seinem Kopf mit Fadenkreuz drauf hinterlassen. Am gleichen Wochenende wurden unserem EU-Abgeordneten Markus Prezell die Autoscheiben eingeschlagen und das Auto von unserer EU-Abgeordneten Frau von Storch wurde gleich ganz abgefackelt. Und die AfD wird unter Druck gesetzt, weil wir sagen, was viele Leute denken. Die AfD wird unter Druck gesetzt, weil sie im Gegensatz zu den anderen Parteien den Mut zur Wahrheit hat. Und dieser Mut zur Wahrheit eben für die Altparteienpolitiker und nicht für unser Land brandgefährlich ist. Es wird alles dafür getan, uns zu brandmarken, damit die Leute nicht merken, dass die Zeitenwende das eigentliche Millennium nicht im Jahr 2000 war, sondern jetzt ist. Für diese rasante Entwicklung wurde durch langfristige Fehlsteuerung der Asylpolitik, aber auch durch jahrzehntelange Fehlsteuerung in der Familien- und in der Bildungspolitik der Boden bereitet. Beispielsweise toleriert auch die CDU seit Jahren die Einwanderung, oder man muss sagen seit Jahrzehnten, die Einwanderung in unsere Sozialsysteme. Und sie setzt sich weder im Bund noch in der EU dafür ein, dass die Regeln der EU-Flüchtlingspolitik eingehalten und sinnvoll durchgesetzt werden. Exemplarisch möchte ich hier ganz gerne auf das Dublin-Verfahren hinweisen. Ich denke, das ist für Sie alle ein Begriff. Das Dublin-Verfahren legt fest, dass Asylbewerber in dem EU-Mitgliedstaat einen Asylantrag stellen müssen, in dem sie die EU zuerst betreten. Und logische Folge davon wäre eigentlich, dass wir in Deutschland keine Asylantragsteller haben dürften, denn wir sind ja von allen Seiten, mit Ausnahme der Schweiz, von EU-Ländern umgeben. Die Realität sieht bekanntermaßen anders aus. Die Realität ist, dass alle anderen Staaten ihre Asylbewerber einfach nach Deutschland weiterschicken. Was hat die CDU bislang dagegen getan und was tut sie jetzt? Man kann es kurz zusammenfassen mit nichts. Im Gegenteil, statt sich dafür einzusetzen, dass geltendes Recht wieder eingehalten wird, ärgert sich unsere Bundeskanzlerin gemeinsam mit dem linken thüringischen Ministerpräsidenten Ramlo darüber, dass unerlaubt eingereiste Personen doch tatsächlich von der Bundespolizei gesetzeskonform angezeigt werden und das Verfahren aber in aller Regel eingehalten wird.
eingestellt wird, wenn der Einreisende einen Asylantrag stellt. Dann enthält das Dublin-Verfahren selbst und auch die damit einhergehende Rechtsprechung in Deutschland die Möglichkeit, Asylbewerber nicht in ihre Ankunftsländer zurückzuschicken, denn die Gerichte schicken die Asylbewerber nicht zurück, wenn die Ankunftsländer keine menschenwürdigen Aufnahmebedingungen garantieren. Und das heißt dann natürlich im Umkehrschluss, dass die Außenländer in der EU sich ihrer Pflicht zur Aufnahme von Asylbewerbern dadurch entziehen können, dass sie menschenunwürdige Bedingungen vorhalten. Grundsätzlich gibt es so eine einfache Lösung, die auch die CDU schon mal hätte in die Wege leiten können, hat sie aber auch nicht getan. Man könnte dafür sorgen, dass auf EU-Ebene einheitliche Standards für die Unterbringung von Asylbewerbern gelten. Tja, die CDU hat das nicht getan und hat stattdessen durch ihre verantwortungslose Asylpolitik schon vor langer Zeit die Weichen in die falsche Richtung gestellt. Ich muss sagen, ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass ich hier auf dem Dorf ankomme. Ich dachte, okay, Kreisverband Bamberg macht bestimmt die Veranstaltung auf dem Dorf, damit keine Gegendemonstranten da sind. Und das Erste, was ich sehe, ist ein Polizeiauto. Wenn jetzt noch die Sprechchöre kommen, ist es fast wie in Erfurt. Also, auch in der Familienpolitik gibt es seit Jahrzehnten Fehlsteuerungen, die bewirken, dass in Deutschland immer weniger Kinder geboren werden. Und die bewirken, dass für Familien immer weniger Geld zur Verfügung steht. In meinen Augen könnte man die Familienpolitik in Deutschland bestenfalls Arbeitsmarktpolitik nennen und schlechtestenfalls Familienverhinderungspolitik. Begonnen hat diese Familienverhinderungspolitik eigentlich 1957 mit dem Schreiberplan, beziehungsweise mit der nur teilweise Umsetzung des Schreiberplans. Schreiber war Ökonom und Mathematiker und er ging eben davon aus, dass die Familien in Nachkriegsdeutschland wegen der Kriegsereignisse eben ihre Sicherungsfunktion sowohl für die Kindererziehung als auch für die Altersversorgung nicht mehr wahrnehmen könnten. Und er stellte einen Plan auf, den sogenannten Schreiberplan, und dieser Plan sah vor, sozusagen die damalige Gesellschaft, die ja aus bürgerlichen Kleinfamilien bestand, in eine soziale Großfamilie zu transformieren. Und das heißt, es sollten ursprünglich zwei Generationenverträge geschlossen werden. Einer zwischen der aktiven Generation und der älteren Generation, also was wir heute als Rente kennen, und ein Generationenvertrag zwischen der aktiven und der jungen Generation, also den Kindern. Es sollte also eigentlich nicht nur eine Rente für die Alten geben, sondern auch eine Rente für die Kinder und Jugend. Und diese Jugendrente sollte nach der Anzahl der Kinder gestaffelt sein und diese Jugendrente sollte sicherstellen, dass nur diejenigen auch an der Altersversorgung teilhaben sollten, die sich eben auch an den Lasten für die Kinder beteiligt hatten. Das Problem an der Sache war aber, dass damals wie heute Kinder keine Wähler waren und sind. Und Herr Bundeskanzler Adenauer wollte eine Wahl gewinnen und hat deswegen denjenigen das Geld gegeben, die wählen gehen, also den Alten. Konrad Adenauer sagte damals, viele von ihm werden das Zitat kennen, Kinder kriegen die Leute immer, und hat deswegen eben nur den ersten Teil des Schreiberplans, die Rente für die Alten, umgesetzt. Diese Fehlsteuerung in unserem Rentensystem ist einer der Gründe, warum Kinder heute nicht mehr die Alterssicherung, sondern das Armutsrisiko Nummer 1 in Deutschland sind. Wer ohne Kinder durchs Leben geht, hat vielleicht ein weniger glückliches Leben, aber er hat einen höheren Lebensstandard, weil er nur sich selbst und gegebenenfalls noch einen Lebenspartner finanzieren muss, aber keine Kinder. Wer ohne Kinder durchs Leben geht, ist im Alter abgesichert, denn die Rente der Kinderlosen wird durch die Kinder, die die Altersgenossen bekommen haben, problemlos finanziert. Und selbstverständlich sind die Kinderlosen auch beruflich Zeit ihres Lebens nicht eingeschränkt und haben die besseren Verdienstmöglichkeiten. Auf der anderen Seite stehen die Frauen, die Kinder nicht nur bekommen, sondern auch für die Erziehung dieser Kinder auf eine Erwerbstätigkeit verzichten. Diese Frauen werden grob benachteiligt, denn sie verzichten ja nicht nur auf ihre Einkünfte, sondern sie bekommen auch kaum eigene Rentenansprüche angerechnet.
Es besteht also die paradoxe Situation, dass die erwachsenen, erwerbstätigen Kinder dieser Mütter zwar die Rente der Kinderlosen in der Generation ihrer Eltern finanzieren, aber nicht die Rente ihrer eigenen Mütter. Sprich, die Menschen, die am meisten dafür tun, dass unser Rentensystem funktioniert, gehen am Ende leer aus. Meine Damen und Herren, hätte die CDU unter Konrad Adenauer sich damals nicht den Generationenvertrag auf die Fahnen geschrieben, sondern gesagt, wir wollen eine echte Familienverhinderungspolitik machen, dann hätte ich ja gesagt, das ist ein voller Erfolg. Und die Aufgabe der AfD auf Bundesebene wird es sein, nicht nur am kleinen Hebel zu drehen und sich für die Anrechnung von Kindererziehungszeiten bei der Rente einzusetzen, sondern stattdessen auf eine grundsätzliche Reform des Rentenrechts hinzuwirken, damit unser Rentenrecht endlich wieder, unser Rentensystem, das Rentenrecht auch, wieder auf tragfähigen Füßen steht und die Benachteiligung von Familien beendet wird. Und die gleiche Ungerechtigkeit, die Väter und Mütter, die ihre Kinder erziehen, im Rentenrecht trifft, die trifft eben auch auf Familien im Steuer- und Sozialsystem zu. Ich möchte das nicht zu sehr ausweiten, aber ich möchte exemplarisch mal auf das Kindergeld eingehen. Denn wenn man über das Kindergeld nicht weiß, dann denkt sich ja jeder eigentlich, Mensch, das ist super. Eine Familie bekommt nur dafür, dass sie überhaupt ein Kind hat, 184 Euro pro Monat und alles finanziert von der Solidargemeinschaft. Schön wär's, kann ich ja nur sagen, denn der Hintergrund für das Kindergeld ist folgender. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht 1990 entschieden, dass das Existenzminimum von Kindern grundsätzlich nicht besteuert werden darf. Aber es gibt natürlich einen Haken. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das Existenzminimum darf ausnahmsweise doch besteuert werden, wenn der Gesetzgeber einen Ausgleich schafft, nämlich das Kindergeld, was dann eben ausreichend hoch sein sollte. Der Gesetzgeber hat sich natürlich gefreut und das eben umgesetzt. Und der Haken ist aber, auf diese Kompensation der Besteuerung des Existenzminimums entfallen bereits 2/3 des Kindergeldes. Das heißt also, 2/3 von 184 Euro sind schon weg. Der unbedarfte Bürger denkt sich dann, na gut, 2/3 von 184 Euro weg, bleiben ja noch gut 60 Euro. Doch auch diese 60 Euro sind bereits verplant, denn die gehen dafür drauf, dass das Bundesverfassungsgericht hat eben noch eine Entscheidung getroffen und hat gesagt, dass die Benachteiligungen, die Familien dadurch haben, dass sie eine Mehrwertsteuer haben, ausgeglichen werden müssen. Und wenn sie den Betrag noch einrechnen, dann ist das ganze Kindergeld weg. Und die Krux an der Sache ist meines Erachtens nicht nur, dass die Familien finanziell eben schlechter stehen, sondern die Krux ist auch, dass wir eben solche angeblichen Förderungen haben, die am Ende gar keine sind und die das Bild der Familie in der Gesellschaft und in der Öffentlichkeit eben dadurch in Mitleidenschaft ziehen. Denn nicht nur sind Kinder das Armutsrisiko Nummer 1, nein, jede Familie wird automatisch und öffentlichkeitswirksam gefördert. Sprich, wird direkt zum potenziellen Sozialschmarotzer. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die gesellschaftliche Diskussion vor 2 Jahren ungefähr war das. Und da wurde festgestellt, dass in keinem anderen Land so viel Geld für Familien ausgegeben werden würde, nämlich 200 Milliarden Euro im Jahr, und gleichzeitig die Menschen so wenig Kinder kriegen würden wie in Deutschland. Zum einen stimmt schon die Zahl 200 Milliarden nicht, weil in diesen Topf eben viele Leistungen eingerechnet werden, die den Familien eigentlich gar nicht zugutekommen. Um das Kindergeld zu nennen, was da drin ist, das sind schon 38,8 Milliarden Euro im Jahr. Und zum anderen wird durch die ganze Umverteilung eben auch suggeriert, dass die Familien am Tropf der Gesellschaft hängen würden und froh sein müssten, dass die Solidargemeinschaft so viel für sie tut. Und das, obwohl es eigentlich gerade umgekehrt ist. Denn die Familien sind die, die die Systeme und den Staat tragen. Und ihnen wird ihre Lebensgrundlage entzogen, um sie ihnen am Ende eben nur teilweise wieder zurückzugeben. Der Sozialrichter und Experte Jürgen Borchardt hat das einmal sinngemäß mit dem Schlagwort umschrieben: Der Staat treibt den Familien die Sau vom Hof und gibt ihnen in Gönnerpose ein Kotelett zurück. Applaus
ist es auch hier eine wichtige Aufgabe der AfD, auf Bundesebene auf grundsätzliche Reformen hinzuwirken. Wir müssen wegkommen von einem System der Umverteilung, wir müssen für ein einfaches und gerechtes Steuermodell stehen und wir müssen dafür sorgen, dass Leistung sich wieder lohnt und Familien wieder von einem Gehalt leben können, wenn sie das denn wollen. Jetzt möchte ich gerne darauf eingehen, warum ich meine, dass diese Familienverhinderungspolitik den Boden für die jetzige Asylkrise bereitet hat. Das Problem ist, dass man seit Jahren so tut, als würde man alles Menschenmögliche dafür tun, dass wieder mehr Kinder geboren werden. Und dabei wird ja auch jede Menge Aktionismus betrieben. Und am Ende lehnen sich die Politiker zurück und sagen, naja, wir haben alles Menschenmögliche getan, es gibt auch gar nichts mehr, was man tun könnte. Die Deutschen wollen einfach gar keine Kinder kriegen. Und als vermehrungswilliger Bürger fragt man sich dann, muss ich jetzt so damit leben? Und diese Haltung der Politiker wiederum, die eröffnet die Möglichkeit, Zuwanderung als einzige Chance für unser Land darzustellen. Nun habe ich, wie hier auch, denke ich, grundsätzlich nichts gegen Zuwanderung, im Gegenteil. Aber wir brauchen erstens nicht die jahrzehntelange Zuwanderung in unsere Sozialsysteme und wir brauchen zweitens auch keine Entstehung von Parallelgesellschaften, wie wir sie in vielen deutschen Großstädten schon sehen können. Und außerdem sollte man sich meines Erachtens ganz schnell davon verabschieden, Zuwanderung als einzige Chance für unser Land darzustellen. Was wir in allererster Linie brauchen, ist endlich wieder eine richtige Frage. Vielleicht mal gucken, wenn Sie interessiert. Das ist mein Testdokument jetzt. So viel zu Bischof, aber eigentlich wollte ich ja auf die Probleme in Deutschland gehen. Man muss den Kritikern recht geben, so richtig gut sind die seriösen Statistiken, die es zu dem Thema gibt, nicht. Denn ich habe beispielsweise noch keine Statistik gefunden, die nicht nur nach Deutsch und Nicht-Deutsch oder mit Migrations- und ohne Migrationshintergrund unterscheidet, sondern die auch nach den Ländern, aus denen die Menschen kommen, unterscheidet. Ich habe natürlich auch eine Vermutung, warum das so ist. Denn dann, wenn es die Statistik gäbe, müsste man ja zugeben, dass die Probleme mit Einwanderern eben auch damit zusammenhängen, aus welchen Ländern sie kommen und aus welchen Kulturen sie kommen. Wie dem auch sei, ich habe Ihnen mal die Zahlen für Bayern zur Arbeitslosigkeit rausgesucht. Für Franken habe ich sie ja auch nicht gefunden. Die Zahlen stammen von der Bundesagentur für Arbeit und haben den Stand 2012-2013. In Bayern sind 20% der Bevölkerung Menschen mit Migrationshintergrund. Und der Anteil von Personen mit Migrationshintergrund an den Arbeitslosen beträgt aber 40%. Bei den Altparteien nennt man das dann Bereicherung und bei der AfD Einwanderung in unsere Sozialsysteme. Wenn es um Kriminalität geht, gibt es natürlich auch Statistiken, die aber eben auch leider nur in Ausländer und Deutsche unterteilen und nicht nach Herkunftsländern differenzieren. In Westdeutschland betrug der Ausländeranteil im Jahr 2014 rund 10%, der Anteil der verurteilten Kriminellen ausländischer Staatsangehörigkeit betrug aber 27%. Und was sexuelle Gewalt gegen Frauen angeht, wird ja auch immer wieder vertreten, dass es da keine Unterschiede zwischen deutschen und nichtdeutschen Männern gäbe. Zuletzt hat das auch in der umstrittenen Günter-Jauch-Sendung die Panorama-Moderatorin Frau Anja Reschke behauptet. Auch da sprechen die Zahlen des Bundesamtes für Statistik eine andere und, wie ich finde, klarere Sprache. Denn bei einem Ausländeranteil von ungefähr 10% an der Bevölkerung im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beträgt der Anteil der wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung verurteilten Ausländer 30%. Damit zurück zur aktuellen Situation. Aus den Asylbewerberheimen gibt es ja offenbar wohl wenige Straftaten, die bei der Polizei angezeigt werden. Nichtsdestotrotz hat zum Beispiel der Hessische Landesfrauenrat Alarm geschlagen. Schon im September hat er sich mit einem Brief an die Öffentlichkeit gewandt und hat von zahlreichen Vergewaltigungen und sexuellen Übergriffen in der Landeserstaufnahmestelle Hessen und in ihren Außenstellen gesprochen. Übrigens nicht nur gegen Frauen, sondern auch gegen Kinder. Außerdem werde zunehmend von Zwangsprostitution berichtet.
Auch der Landesfrauenrat in Thüringen hat von sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen in den Erstaufnahmestellen gesprochen und gewarnt, es käme, Zitat, häufig zu gewalttätigen Übergriffen. Meine Damen und Herren, ich finde es ein Unding, dass in Asylbewerberheimen rechtsfreie Räume entstehen und dass Frauen und auch Kinder dort nicht geschützt sind. Mit den derzeitigen Massen an Menschen sind wir weder in der Lage, den grundgesetzlich garantierten Schutz auf Asyl zu gewähren, noch sind wir in der Lage, unser Land und unsere Bevölkerung wirksam zu schützen. Wir müssen das Asylchaos beenden, und zwar sofort. Wir müssen das schaffen, was Angela Merkel nicht schaffen will. Wir müssen zuallererst unsere Grenzen schließen. Grenzen schließen würde helfen, Frau Merkel. Und wir müssen den Asylbewerbern, die bislang hier sind, ein schnelles Asylverfahren gewährleisten, damit eben der Großteil der Asylbewerber, nämlich die zwei Drittel, von denen ich gesprochen habe, möglichst schnell hier abgeschoben werden und in ihre Heimatländer zurückkehren. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen, die tatsächlich flüchten, sich gar nicht erst in die Hände von Schleppern und auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer begeben müssen. Wir brauchen also Asylverfahrenszentren auf der anderen Seite des Mittelmeeres und wir brauchen ein europäisches Grenzregime nach australischem Vorbild. Und zu guter Letzt müssen wir diesem fatalen Zeichen Angela Merkels, kommt doch alle her, wir nehmen euch alle auf, egal ob ihr flüchtet oder nicht, ein ebenso starkes Zeichen entgegensetzen. Wir brauchen deshalb eine No-Wait-Kampagne nach australischem Vorbild. Wir müssen die Zeichen der Zeit sehen und wir müssen nach den Zeichen der Zeit handeln. Wir stehen an einem Wendepunkt für unsere Kultur, unser Land und unser Volk. Und wir als Volk müssen ein klares Signal an die Machthaber in unserem Land aussenden. Und wir senden natürlich dieses Signal schon durch unsere Demonstrationen in Thüringen, besonders in Erfurt, heute Abend auch in Gera, in meinem Kreisverband. Ich kann leider nicht da sein, aber ich bin auch gerne hier. Und wir senden sie mittlerweile auch in vielen anderen Städten in Deutschland. Ich weiß, morgen wird zum Beispiel in Passau demonstriert. Aber eine verantwortungsvolle Politik der Regierenden wäre es, einen bundesweiten Volksentscheid zu initiieren. Verantwortungsvolle Politik wäre, das Volk selbst entscheiden zu lassen, ob es diese Masseneinwanderung mit allen Problemen, die dranhängen, so will. Ich sage, wir brauchen einen bundesweiten Volksentscheid, damit wir selbst über unsere Zukunft entscheiden und nicht irgendwelche verblendeten Politiker. Dankeschön.